InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Alt trifft Jung, Arriviert trifft Newcomer, Opernsopran trifft Rockmusiker. Figure in Frame, Koshiba, Marius Dobrabend, Arno und Special Guest Supermax. Fünf Bands standen gemeinsam auf einer Bühne und bar rockten, wenn auch mit spärlich anwesendem Publikum, die Barockstadt Schärding am Inn. Die Stadt Schärding mehr oder weniger diesen tollen Rahmen zu diesem Barock-Festival zur Verfügung gestellt hat, war natürlich gigantisch und ich muss mich auch noch beim Bürgermeister und dem ganzen Stadtgemeinde bedanken. Alle Bands sind bei Arnos neuestem Projekt Barock mit dabei, das aktuelle Crossover-Album des Opernsängers. Dafür braucht er noch Bild- und Tonmaterial, deshalb auch der Live-Mitschnitt des Konzerts. Du kommst ja, glaube ich, aus dem Korb der Wiener Sängerknaben, oder? Eine harte Zeit war es. Wenn man ganz klein hinkommt mit 9 Jahren und so weiter, dann war das schon für mich eine relativ harte Zeit. Naja, nach der Sängerknaben habe ich überhaupt aufgehört. Da wollte ich mal eine Zeit lang nicht, weil da haben wir so viel Bach und Händel und Mozart gesungen, da hat es mir irgendwie gereicht. Das ist klar, als 16-Jähriger müsst andere Musik hören. Und das ist eben das, was wir jetzt machen, eben Freddie Mercury, Queen und alle diese Dinge, die hört man als 16-Jähriger, damals also in meiner Zeit, als 20-Jähriger. Und irgendwie war das immer ein Wunschtraum, das möchte ich eigentlich auch mal singen, das interessiert mich. Opernsänger Arno und Rocklegende Supermax mit einer neuen Interpretation von Love Machine, der Höhepunkt des Abends. Ich kann mich erinnern, ich war eben begonnen, junger, damals sehr junger Ö3-Moderator, und da ist gerade die Love Machine in Town von Supermax rausgekommen. Das war eine der ersten Singles, die ich im damaligen Treffpunkt Studio 4 angesagt habe. Wenn du eine Nummer 1 hast, dann sagen die, ja, bitte bring mir 12 solche Titel. Und dann habe ich gesagt, nein, schreibt euch das selber, verstehst du immer. Ich habe jetzt die letzten 10 Jahre nichts gemacht. Also nichts Neues, ich habe eigentlich beschäftigt, diesen ganzen Altlasten zu verwerten und zu 1000 Remixes an der passiert. 10 Alben möchte Supermax nächstes Jahr veröffentlichen. Wie siehst du das Ganze? Ich würde mich freuen, weil bisher habe ich eigentlich auf keiner Studioproduktion von Supermax richtig so massiv mitgespielt. Wenn es dann gleich 10 sind, dann in einem Jahr, dann super. Aber dann muss man halt ein bisschen schwitzen. Tut mir eh gut, dann kann ich ein bisschen abnehmen. Mit ihren durchschnittlich 26 Jahren stand auch Figure in Frame auf der Barockbühne. Seit 2 Jahren formen die Jungs eine Band. 4 Wiener, die viel vorhaben und einfach cool sind. Wir sind heute in Schärding, also für CD-Release, also in den USA haben wir jetzt mehr oder weniger mehrere DVD-Aufnahmen, unter anderem auch hier, weil die Barockstadt also irrsinnig schön ist und sich anbietet und wir in dem Ambiente unbedingt ein Live-Aushängeschild haben wollen. Ich bin eher melancholisch angehaucht und ich habe selber Gesang studiert. War früher Tenorsänger und habe bei Hochzeiten Ave Maria und so etwas gesungen, aber es war schon vor 13 Jahren. Wer rastet, der rostet, und was meine Stimme anbelangt, da raste ich sehr viel. Für melancholische und sanfte Töne sorgte Koshiba mit unter anderem ihrer gerade neuen veröffentlichten Single No, No, No. Natürlich total gern mit meinen Musikern, und dann beschränkt sich das so auf dieses kleine Umfeld da vorne, und wir eben auf der Bühne haben sie so immer Spaß. Also ich weiß nicht, wo die Schärdinger alle geblieben sind. Super Sound, tolle bzw. weltbekannte österreichische Künstler. Sowas kommt so schnell nicht wieder. Und die nicht dabei waren, selbst schuld.